Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Prey. So, Sarah, mit dir sollten wir ja reden. Ihr habt es zumindest einigermaßen sicher hier. Gib mir mal das Festplattenlaufwerk. Ich hätte halt gern Strom. Oh, Besatzung, ja. Wie aktuell ist das denn jetzt wieder? Wenn Sie hier herausfinden, dann nehmen Sie Dr. Ikwe mit. Vielleicht kann er ja helfen. Woanders. Magst du ihn etwa nicht? Dr. Ikwe, dass der überlebt. Pures Glück, schätze ich. Ich will mal gerade die Bereichskarte. Danke. Keine E-Mails. Aber eine Notiz. Bitte geben Sie bei der nächsten Personalversammlung Folgendes an den Sicherheitsdienst weiter. Wir haben von der Erde positive Rückmeldungen zu unserem Versorgungs- und Frachtpersonal erhalten. Während der letzten Besichtigung durch ein Vorstandsmitglied hat das Frachtpersonal der Talos 1 vorbildliche Arbeit geleistet. Gut gemacht. Machen Sie weiterhin so gute Arbeit. Gut. Macht mal schön gute Arbeit hier. Ja. Noch mehr neuere Mods. Wie viel haben wir denn im Moment? Ich glaube, wir haben wieder ein bisschen was angesammelt. 6 Stück. Okay. Dann hätte ich gerne mal Hacken 3. Dann irgendwann Hacken 4. Blake, sind Sie da? Chief? Ja, ist etwas nicht in Ordnung? Ich wollte mit Ihnen über unseren neuesten VIP-Besuch reden. Leitner, der Pianist. Chief, falls es Probleme gab, ich habe den Zeitplan geprüft, den Dienstplan. Ich habe versucht, dass Ikwe nicht zu sehr er selbst ist. Chief, ich habe Leitner sogar seine Zigaretten besorgt. Sie waren fabelhaft. Leitner hat Sie ausdrücklich erwähnt. Bei der nächsten Abrechnung erhalten Sie einen Bonus. Führen Sie Nicole mal schick aus, okay? Ja, Chief. Danke, Chief. Okay. So, und jetzt reden wir mal mit dir. Morgan Yu. Sie sind also dem Simlab entkommen. Ja, ich wusste Bescheid. Ich habe mir die Protokolle angeschaut, als es hieß, dass sie degradiert wurden. Und was sehe ich? Dass sie ins Simlab ein, aber nie ausgecheckt haben. Weiß nicht wie, aber sie konnten wohl fliehen. Genau wie diese Viecher, von denen ihr Bruder meinte, dass sie nicht ausbrechen können. Hätte gern bessere Nachrichten. Wir halten hier gerade so durch. Unsere Standard-PPNs sind gegen diese Dinger ungefähr so hilfreich wie Wasserpistolen. Wir kommen nur durch Frachtraum B zur Talos zurück und der ist verriegelt, zu unser aller Sicherheit. Sie wollen den Code? Dann befestigen Sie unsere Stellung. Das heißt Auslöscher, und zwar jede Menge. Dafür brauchen wir aber den Fabrikatorplan und einen intakten Fabrikator. Wir kommen weder an das eine noch an das andere. Der Fabrikatorplan liegt im Tresor vom Sicherheitsbüro, das dank des Rumpfbruchs unerreichbar ist. Mit einem Anzug können Sie aber einen Spaziergang machen. Wir brauchen dringend zusätzliche Feuerkraft. Tja, ich weiß nicht, was Sie vorhaben morgen, aber denken Sie dran, wichtig ist nur noch, wie Sie die Leute behandeln, die noch am Leben sind. Mein Spezialgebiet ist Neuromodtechnik. Aber, wenn ich trotzdem helfen kann... Wir brauchen diese Geschütze. Ja, ist ja gut. Die Evakuierung bricht eine Überlebende, Tag 1. Das hatte ich ja auch schon mal gelesen. Kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. So, Frachtraum B, mehrere Ziele, Stromschalttafel. Oh, guck mal, da war ein bisschen was übersehen. Oder war ich hier überhaupt noch? Ich glaube, hier war ich auch noch gar nicht. Fünf haben wir. Ich bin da also bei den ganzen Büchern jetzt mittlerweile auch ein bisschen durch. Also, da die ja so verteilt sind. Keine Ahnung, was wir da schon genommen, gelesen haben und was nicht. Da die halt auch doppelt und dreifach hier überall rumrennen, liegen. Renn nicht, dann würde ich mir, glaube ich, Sorgen machen. Diese Transtar-PPN-8-Pistolen sind hauptsächlich Blendwerk. Die bringen nicht viel. Mit den Auslöschergeschützen haben wir eine Chance. Hm.
Ja, die Geschütze gehen einigermaßen, das stimmt. Hier noch irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Na gut. Dann schauen wir doch mal. Wie viel Schuss habe ich mit der Shotgun aber auch nicht mehr. Dann gehe ich mal gerade runter, das Geschütz schon mal reparieren. Und verstärken. Dann wirst du nochmal gehackt. Nein, hacken bitte. Dann glaube ich ähnlich wie bei dem anderen da vorhin. Mal Y. Und einmal noch Y. ISS nominal. Aktoren nominal. So, dann macht ihr mal. Unerlaubte Materialien auf der Talos 1. Melden Sie umgehend jegliche Anomalie. Hm. Was haben wir jetzt hier? Cargo Power. Genau, da würde ich gerne rein. Ein älter Phantom mal wieder. Kann ich da eigentlich jetzt schon... Hier ist zu. Da wäre dann die Schalltafel. Okay, ich schätze, ich muss da hinten rum. Das ist hier alles offline. Zeit, das zu ändern. Und zumindest habt ihr das hier jetzt einigermaßen. Ach, warte mal, da es waren ja auch. Es muss einen Weg geben, einige Geschütze in Betrieb zu nehmen. Mhm. Hier ist ja gerade relativ sicher. Dann komm du mal mit. Dann stellen wir die nämlich gerade mal hier hin. Abgeschlossen. Dann kannst du ja wunderbar hier scannen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Mit den Viechern. Nummer 1. Noch zwei weitere. Okay. Nummer 2. Wo haben wir denn jetzt noch eins? Wo wäre denn noch so ein Geschütz? War da draußen noch eins? Mehrere Ziele. Offline. Hier wäre nur so ein Technik-Operator, genau. Das funktioniert aber gerade erstaunlich gut, merke ich. Systemalarm. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Wusch. Oh, großer Mimik. Wo? Na genau, und da geht's einfach nur zum Frachtraum. Tschüss, Mimik.
Okay, so kommen wir also auch hier rein. Stromkreis passt. Fabrikator läuft. Sie haben es geschafft. Wir brauchen Sie noch, also kommen Sie heil zurück, ja? Jo. Kriegen wir hin, denke ich. Sonst hier hat er, glaube ich, nichts Interessantes, okay. Hier, da kommen wir dann rein. Frachtenaufzüge, ja gut. Dann möchte ich jetzt hier aber erstmal noch mehr Zeug reingeben. Das bitte wieder. Jawohl. Hier nochmal irgendwie, ich glaube, ich habe wieder Waffen doppelt. Jawohl, guck. Na dann. Zerlegen. Zerlegen. Das hat wohl keinen neuen Schrott gebracht. Nein. Gut. Ich warte mal noch kurz. Wo haben wir denn hier noch ein Geschütz? Ein letztes Geschütz fehlt mir gerade noch. Hier wird mir was angezeigt von wegen Geschütz. Da blinkt was. Du bist... Achso, aber einfach nur eine kaputte Schalltafel. Was ist denn cool? Wo ist denn das Geschütz? Da muss ich tatsächlich hier erstmal raus. Ach so, warte mal. Haben wir vielleicht jetzt einen Lageplan dafür oder einen Fabrikationsplan gekriegt? Oh ja, Zündschlüssel. Haben wir den jetzt schon? Rohrzange, EMP-Ladung, Psy-Hypno. Ne, die sind, glaube ich, neu. Kostet jetzt auch nicht so viel. Okay. Im Rest warte ich dann mal noch gerade. Ach so, warte mal, ich könnte mir hier vielleicht dann was bauen. Ich senke die mal alle ab. Vielleicht sei irgendwo ein Geschütz dabei. Kann das sein? Das würde ja Sinn machen. Moment. Jetzt haben wir alles unten. Wahrscheinlich müssen wir uns nachher dann aber damit irgendwie so eine Brücke bauen. Der sieht tatsächlich so ein bisschen kaputt aus. Ist hier irgendwas von Interesse? Nein. Da war ich noch nicht dran. Schauen wir hier mal rein. Auch nicht irgendwie so wirklich. Müssen wir eventuell da rein? Das führt ja auch noch irgendwie weiter.
Okay. Hier wird irgendwo ein Geschütz. Bist du ein Geschütz? Ah, okay, alles klar. Struktur-Update entdeckt. Vielen Dank. Gut. Doch gut, dass es hier noch angezeigt wurde. Könnt ihr mal rumrennen? Ja, nicht so wirklich. Und ich denke, hier können wir dann irgendwie halt rüber, wenn die Dinger oder wieder hochgefahren sind. Ich glaube, das schaue ich mir auch erstmal an, bevor ich jetzt hier die Tür öffne. Sendefehlerprotokoll. Ausfahren. Hoffentlich ist der Medizin-Operator einsatzbereit. Den werden wir dann brauchen. Ja, ich hack erstmal noch eine Runde. So, C. Und nochmal. Ich muss es aber öffnen, oder? Officer Maddox bereit. Ja. Waffe ist entsichert. Austin bereit. Gut, dann macht euch mal alle bereit. Ich gehe erstmal noch. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Achso. Hier die Sachen nochmal hochstellen und gucken, was da hinten drin ist. So. Anheben, anheben, anheben. Danke. So. Dann würde ich gerne mal da hoch. Dann darüber schweben. Jawoll. Hepp, hoch mit dir. Ach, und jetzt können wir hier mal reingucken, okay? Überraschung. Ja gut, ich glaube, so ein bisschen Ausrüstung ist gar nicht verkehrt. Da oben noch was? Nups. Na gut, da hinten ist vielleicht dann auch nichts drin. Also in dem da meine ich jetzt. Schauen wir mal. Hier nochmal rein. Ja, immerhin so ein bisschen was. Aber es ist ja auch kein schweres Rätsel gewesen. Oh, da wäre auch noch ein Geschütz. Und ein Waffenupgrade, das hat sich richtig gelohnt hier. Cool. Dann wirst du jetzt auch nochmal verstärkt. Ich nehmen wir mal mit. Dann bauen wir da einfach 4 Geschütze auf. Dann sind wir da tatsächlich optimal ausgerüstet, was das angeht. Es werden hoffentlich ganz viele Phantome sterben. AAG ist ausgerichtet und scharf. Freue mich schon, unseren Freunden einzuheizen. Hier ist der Code für Frachtraum B. Bereit. Ah ja, verdammte PPNs, viel zu klein. Sind fast für Zivilisten. In der Hölle, Papa. Okay. Da gehe ich tatsächlich lieber außen rum. Y. Ach, fick doch die Henne. Ja. Guck mal, das ist schon deutlich angenehmer. Hoch bitte. Danke. Alles klar. So. Ihr seid alle soweit fertig. Das freut mich. Gehe ich mir nochmal vorher heilen? Ich gehe nicht mehr mal schnell heilen. Hallo. Schön, wiederzusehen, Dr. Yu. Willst du vielleicht mal runtergehen? Hi. Blaue Flecken, Abschürfungen, Erschöpfung. Nichts lebensbedrohliches. Okay, und dann sind hier alle bereit, die Geschütze sind bereit. Ich bin mal gespannt. Wir werden in der nächsten Folge den Frachtraum hier öffnen und dann ein wenig Stress verursachen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.